4, 3, 2, 1. Der schnellste gewinnt, die Kinder bis 8 Jahre erhalten einen Trostpreis. Ein kleiner Hinweis: hinter Platz 3 an der Kimbahn, an dem Tor zu Platz 5 und 6, eröffnet ab sofort ein Zeittorwandschießen. Dort müsst ihr versuchen, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Treffer auf eine Torwand zu schießen. Mit 2 Wertmarken könnt ihr daran teilnehmen, für jeden Teilnehmer unter 8 Jahren gibt es auch einen Trostpreis. Etwas deutlichere Ergebnisse in der letzten Spielrunde. Hier die Ergebnisse. Der VfL Jena besiegt den VfL Bochum mit 0:9. Der VfL Fichtal schlägt den SV Spexart mit 3:0. Grün-Weiß
Karlsruhe unterliegt Fortuna Düsseldorf mit 0:6. Rot-Weiß Oberhausen schlägt Akademia Warschau mit 4:0. Der Stützpunkt Paderborn unterliegt dem FC Brünninghausen mit 1:3. Und der FC Gütersloh schlägt den SC Ferl-Weiß mit 9:0. In der Gruppe E der Frankenfeld-Spedition-Gruppe spielt auf Platz 1 der MSV Duisburg gegen den FC Herdecke-Ende. Auf Platz 2 der OSC Vellmar gegen Schuss Schwierigdorf. In der Gruppe F der 2 Mobilien spielt auf Platz 3 der VfL Bochum gegen den SV Speckschacht. Auf Platz 4 der VfL Fichtal gegen den VfL Reda. Und in der Gruppe G Schröder-Team spielt auf Platz 5 Fortuna Düsseldorf gegen Akademia Warschau und auf Platz 6 Rot-Weiß Oberhausen gegen Grün-Weiß Fahrensee. Aktuelle Spielzeit 8,5 Minuten. Dein Swag-T-Shirt. Das wäre ich auch noch. Ein bisschen. Go, go, go.
Hallo und wo sind die Geile? Wie gesagt, um 9 Uhr muss ich anfangen, welche Ballons aufschießen. Ja, aber meinst du denn, der Film ist in der Fahne gefunden? Weil der ist ein Fahne. Ich weiß nicht. Ich denke, der sollte die Uhr jetzt anstehen. Gibt's jetzt Freistoß? Der Hinweis für alle Mannschaften, die ihr letztes Gruppenspiel absolviert haben, bitte so langsam zur Turnierleitung kommen, sich die weiteren Spielpläne abholen. Für die Mannschaften, die das letzte Spiel gemacht haben, hier vorbeikommen, hier gibt es dann die neuen Spielpläne. Und wir gehen in die letzte Spielminute. Thank you.